Hallo Nina, wenn du mal ein richtig dreckiges Wasser sehen möchtest, dann komm mal nach Gelsenkirchen und schau dir die Emscher an. Die sieht nicht nur dreckig aus, die stinkt auch, aber richtig. Das ist ja grauenhaft. Ich wollte eigentlich hier heute zur Bootsabschlussfahrt am Rhein-Herne-Kanal, aber da ist gerade Stau. Eigentlich sollte das schon seit 14 Uhr durch sein. Guckt euch den Dreck mal an hier. Die Emscher, ich glaube, das ist hier der Giesenbergpark sogar in Gelsenkirchen. Also ein riesiges Parkgelände. Und die Kloake stinkt wie Sau. Ja, da oben ist so ein komisches Männchen drauf. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat. Aber jetzt wackelt wieder hier wie so ein Elefant. Aber es ist schon traurig. Wie gesagt, Kloake. Fließgeschwindigkeit ist relativ hoch, aber was hier für ein Dreck durchgeht, also so ein Dreck hier, ein Bachfluss, habe ich schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Wie gesagt, Emscher bei Gelsenkirchen, der Kanal. Früher war das die reine Gülleablage, aber heute wundert mich das ja doch. Wie gesagt, keine 50 Meter weiter. Riecht man glücklicherweise nichts mehr. Ich ziehe das, glaube ich, mal wieder zurück. Ja, hier ist, glaube ich, wegen diesem Schiffsendfahrtag. Also, wie nennt man das? Die einen nennen es Abcampen, die anderen nennen es Abbooten. Ich weiß es nicht. Ob wir sollen so um die 90 Boote hier eigentlich fahren. Aber ich habe gerade gehört, der Kanal ist gesperrt wegen eines Leichenfunds. Also hat sich schon in 2 Stunden verzögert. Das wird wohl noch einiges dauern. Ja, ich sag mal bis dann. Vielleicht mache ich noch ein Video direkt unten vom Kanal. Da ist, wie gesagt, so ein kleines Sommerfest. Geht zum Schiffsanleger. Ja, ich muss mich jetzt mal eben korrigieren. Ich habe mal eben ein paar Leute angesprochen. Ich war der Meinung, das wäre der Giesenbergpark. Ist es aber nicht. Der ist in Herne, hat man mir gesagt. Das ist der Nordsternpark in Gelsenkirchen. Früher auch Bundesgartenschaugelände. Ja, so um das eben noch klarzustellen. Nicht, dass ich hier nachher 100.000 Kommentare habe. Wie orientierungslos ich doch bin. Okay, es ist wirklich ein Riesengelände. Schon krass. Und da unten, wo die Leute stehen, die warten alle darauf, dass die Boote losfahren dürfen. Aber wie gesagt, der Kanal ist noch gesperrt. Und das schon seit 2 Stunden. Okay, kann ich nichts daran erinnern. Ich fahre mal jetzt weiter zum Kanal. Bis dann. Tschüss. Norbert vom Kanal, aber heute vom Rhein-Herne-Kanal. Bis dann. Ciao.